Servus und herzlich willkommen zu Minecraft Farm. Ich war heute schon im Vorfeld sehr fleißig, schaut mal, ordentlich die Felder abgeerntet und Nahrung geschaffen. Damit können wir auch bald schon wieder losziehen, um ein bisschen neues Geld zu verdienen. Wo sind denn eigentlich meine Emeralds? Ah, hier habe ich sie. 45 haben wir schon verdient. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bevor die Sonne jetzt den Berg runtergeht, düsen wir noch schnell rauf und schauen, ob wir einen neuen Brief vom guten Opa bekommen haben, damit wir auch wissen, was Opa heute von uns erwartet. Zwei Briefe. Post 4 für Kroko von Opa Kroko und Post für Kroko 5 von Lady Kroko. Okay, lass uns mal eben noch kurz vor Sonnenuntergang die Nachricht von Opa lesen. Servus Kroko, mache dich heute unbedingt auf ins Bergdorf. Dort kannst du neue Bausteine kaufen. Du findest es im Norden, in den Bergen. Leider ist der Weg durch eine Lawine zerstört worden. Bitte baue ihn wieder auf. Und wenn du schon dabei bist, wäre es gut, wenn du auch das Dorf im Osten an das Wegenetz anschließt. Dein Vetter Lars hat sich für die Minen im Bergdorf meine Spitzhacke geliehen. Ich sagte ihm, dass du sie abholen kommst. Wenn du sie hast, lege sie bitte zu deinem Briefkasten. Ich lasse sie dann mit der nächsten Post mitnehmen. Ich weiß, du hast viel zu tun, aber es wäre super, wenn du es noch schaffst, einen Brunnen bei der Farm zu bauen. Lass dich nicht unterkriegen. Dein Opa. Okay, das hört sich nach einer Menge, also wirklich nach einer Menge Arbeit an, aber wir lassen uns nicht unterkriegen, wie Opa gesagt hat, und legen auch ratzfatz los. Ich sause jetzt runter zur Farm, räume das Buch auf dem Buchständer, schaue mir die Aufgaben nochmal genau an und dann können wir auch schauen, was Lady Kroko für uns geschrieben hat. Aufgaben. Finde das Bergdorf, baue ein Wegenetz, kaufe Steine im Bergdorf, finde Opas Spitzhacke, baue einen Brunnen. Es ist gut, dass da steht, finde Opas Spitzhacke. Anscheinend macht es uns der gute Lars nicht so einfach. Wir werden uns jetzt romantisch aufs Bettchen hocken und den Brief von der guten Lady Kroko lesen. Hallo Schatz. Opa sagte mir, dass es bei dir in der Nähe der Farm eine große Höhle gibt. Meinst du, du kannst mir einen Diamanten organisieren? Dann könnte ich endlich den Ring für Oma fertig machen lassen. Ich hab dich lieb. Lady Kroko. Alles klar. Lady Kroko hat eine Aufgabe für uns. Diamant für Lady Kroko. Die möchte irgendwas für die Oma fertig machen. Ey, ich bin mir sicher, sie hat mir davon erzählt und ich müsste das eigentlich wissen, aber ich habe es vergessen. Okay, einen Diamanten besorgen wir auch noch, packen wir auf unsere To-Do-Liste. Ab ins Bett und dann legen wir mal los. Wir fangen heute mit der ersten Aufgabe an und zwar schauen wir zum einen mal, wo wir unser Bauprojekt Brunnen umsetzen. Aber ich glaube, das ist ziemlich simpel. Ich glaube, den stellen wir hier hin. Wenn wir hier so einen kleinen zentralen Platz machen, setzen wir auch so einen kleinen Brunnen hin. Opa hat nicht gesagt, wie groß er werden soll. So einen kleinen Brunnen schaffen wir auf alle Fälle. Und dann hat er gesagt, im Norden. Naja, wenn da die Sonne aufgeht und Osten ist, dann ist ja hier wohl Norden. Und wir sollen nach oben ins Bergdorf. Da sieht es ein bisschen so aus. Oh, da ist Emerald. Da sieht es ein bisschen so aus, als könnte man da rein. Und es gibt eine Menge Erze. Ich weiß schon genau, warum Lars darauf gedüst ist, um Erze zu holen. Okay, wir müssen irgendwie einen Weg dort raufbauen. Ich würde als allererstes vorschlagen, wir schauen mal den Weg. Also wir gehen erstmal rauf, bevor wir einen Weg bauen, weil vielleicht haben wir, ist es ja da. Aber ich habe da eine ganz schwere Vermutung, dass es hier ist. Bevor wir jetzt die frostigen Berge dort besteigen, brauchen wir zum einen noch ein paar Kartoffeln zum Essen. Und zum anderen stelle ich den Brief von der guten Lady Kroko hier oben hin, dass wir auch hier die Aufgabe nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, klettern wir den Berg hinauf und schauen uns an, wie die Farm von oben aussieht. Und so sieht sie aus von oben. Ich muss hier vorsichtig sein, weil hier kommt tiefer Schnee zum Einsinken. Wir gehen lieber hier rauf. Ja, wenn sie schon so vor unseren Füßen liegt, nehmen wir doch ein bisschen Kohle mit. Oh, Kollege! Ja, du bist ein Schneller. Klar bist du der Erste am Gipfel. Pff, Frechheit. Aber vielleicht müssen wir gar nicht auf den Gipfel. Schaut echt aus, als wäre hier so eine Lawine runtergekommen. Oh, ganz schlechter Zeitpunkt, hier raufzukommen. Ich saus mal schnell über die Brücke, bevor mich irgendwas attackiert hier. Und da ist das Dorf. Okay, hallo. Jemand zu Hause? Ich könnte ein Bettchen gebrauchen. Es wird Nacht. Und dann gehen wir einfach. Wer baut denn hier die Wege? Entschuldigung, mit dem würde ich gerne mal ein ernstes Wörtchen reden. Da ist ein Ausrufezeichen, aber ganz ehrlich, wir schauen mal, ob da ein Bett irgendwo ist. Ja. Und jede Menge. Wir rauben die nicht aus. Wir schlafen. Hi. Schnüre. Okay, nee, den Fisch wollte ich jetzt nicht unbedingt. Was gibt's bei euch? Oh, das sind die Steine, die ich kaufen kann.
Für nur einen Emerald? Ey, sorry, aber da muss ich zuschlagen. Aber warum schlage ich dazu? 28 Emeralds für die Diamantaxt. Hey, man muss erst schauen und dann kaufen. Rüstung? Noch bessere Rüstung? Ey, und hier? Diamantwerkzeuge, alles da! Wir müssen nur genug Kohle verdienen. Ich will nicht alles für eine neue Ausrüstung rausballern, weil wir wissen, wir haben eine Farm zu bauen. Und eine Farm bauen heißt Rohstoffe kaufen. Hier sind auch noch, genau, Steine kaufen. Bricks brauchen wir höchstwahrscheinlich. Das war's auch schon. Ja. Also wir kaufen und deswegen können wir leider nicht alles ausgeben für neue Sachen. Checken wir das Ausrufezeichen aus. Info für Kroko von Lars. Hallöchen Kroko, Opa sagte mir schon, dass du vorbeischaust. Leider musste ich schnell weg, deswegen habe ich die Spitzhacke in meinem Haus versteckt. Du findest mein Haus oberhalb vom Marktplatz. Du kannst das Zeug aus meiner Kiste gerne mitnehmen. Ich brauche es nicht mehr. Und dann ist wenigstens mal wieder etwas Ordnung. Mach's gut und viel Erfolg bei deiner Farm. Ciao mit V. Lars wohnt oberhalb vom Markt. Gut, dass gefühlt alle Häuser oberhalb vom Markt liegen. Tada! Das war einfach. Gehen wir mal rein zu dem guten Lars. Er hat gesagt, was in der Kiste ist, dürfen wir behalten. Es ist wie immer ein Larsches Chaos, aber leider kein Netherite-Barren. Oftmals hat Lars auch so Netherite und so. Melonen haben wir noch gar nicht und Kürbisse auch nicht. Das müssen wir noch anpflanzen. Lars, vielen Herzen. Halt! Ich räume die Kiste leer und gehe. Wir sollen nach einer Spitzhacke suchen. Kann sich da was verstecken? Nope. Aber da habe ich gerade in die richtige Richtung geschaut. Yes! Ein Fass mit Opas Gute. Effizienz 4, Unbreaking 3. Damals galt noch Qualität, nicht Quantität. Lars hat die gar nicht benutzt. Die ist ja noch wie neu. Dann haben wir die Spitzhacke jetzt eingesammelt. Das hört sich wunderbar an. Die müssen wir nur noch zum Briefkasten bringen. Was mich aber wundert, wir haben das Dorf eigentlich schon entdeckt, aber haben den Erfolg nicht, dass wir es entdeckt haben. Wir klappern noch schnell so ein, zwei Gebäude ab und dann sind wir auch schon von dannen. Wird es jetzt wieder Nacht? Habt ihr ein Bett? Hallo? Wen haben wir denn hier? Hallo? Metzger. Die kaufen Bären. Oh, das ist eigentlich endlich der gute Trade. Wenn man den auch noch ein bisschen zombifiziert, ich glaube, da kann man gut mit Gold verdienen. Okay, hier kann ich also zukünftig mein Fleisch verkaufen oder so. Danke, weiß ich Bescheid. Und schau an, da haben wir unsere Aufgabe auch schon abgeschlossen. Wir sollten also wohl noch den Metzger entdecken. Gut, hätte man auch irgendwie extra formulieren können, aber jetzt wissen wir es. Perfekt. Meine Überlegung wäre jetzt, den Weg hier außen rum zu führen. Und ja, ich habe mich entschlossen, die Spitzhacke vom guten Opa wenigstens so lange zu verwenden, bis ich sie zurückgebe. Weil wir hiermit echt ein bisschen flotter sind. Also, ob der Weg jetzt so 100% schön ist an den Stellen, weiß ich noch nicht. Aber er war echt gar nicht so easy. Gerade mit dem ganzen Schnee, wo man reinfallen kann. Und da sehe ich, ist echt ultra viel. Aber mir steht der Sinn ein bisschen nach Aufgaben erledigen. Und das Bergdorf haben wir bereits gefunden. Wegen jetzt sind wir dran. Kaufe Steine im Bergdorf. Und nicht nur das. Wir kaufen ein paar wenige Steine. Denn ich investiere ein bisschen in Ausrüstung, um dann den Diamant holen zu können. Aus der Höhle für die gute Mrs. Kroko. Nutzen wir doch mal eben den brandneuen Weg hoch ins Bergdorf. Und ja, er zieht sich ein wenig. Hier oben ist so ziemlich die gefährlichste Passage, weil hier immer Räuber unterwegs sind. Hochexplosive noch dazu. Boah, geschafft. Irgendwann müssen wir die Wege im Dorf auch noch reparieren. Das ist zwar nicht unbedingt unser Job, aber das ist ja katastrophal hier. Der Wunsch war, dass wir uns Bausteine holen. Dann nehmen wir uns doch mal ein paar. Nice, das hat schon gereicht, um die Aufgabe zu erfüllen. Jetzt haben wir noch 39 Stück. Inwieweit können wir uns damit ausrüsten? 28 kostet mich die bessere Axt. Dann hätte ich nur noch... viel habe ich nicht mehr. 39 hätte ich noch. Au, das schaut gut aus. Damit können wir uns Schuhe kaufen. Eine Hose kaufen. Das ist auf alle Fälle hilfreich. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch einen haben, der einen Helm verkauft. Noch können wir uns eine Diamant-Axt gönnen. Okay, ich glaube, es wird ein Kettenhelm. Und dann geben wir tatsächlich den Rest aus für eine Diamant-Axt. Eine Anschaffung muss getätigt werden. Gut, vielen Dank. Eine Aufgabe erledigt. Ein besseres Ausrüstungsteil. Das ist sicher nicht verkehrt. Jetzt gehen wir in die Höhle. Ich hoffe echt, wir finden Diamanten. Wir sollten ein bisschen Holz mitnehmen. Für den Fall, dass wir neue Fackeln haben wollen, etc. Dann können wir die auf der Stelle craften. Mit unserer neuen Axt geht es sowieso ratzfatz. Okay, Diamanten heißt so tief wie möglich nach unten. Ich hoffe, wir kommen hier überhaupt weit nach unten. Herzlich willkommen in meiner kleinen neuen Festung. Hier wird ganz schnell ein Schild produziert.
Wir gehen weiter in die Höhle hinein und ich hoffe schwer, wir kommen hier bis ins Deep Dark runter oder wir finden hier einen Diamanten. Das wäre mir auch sehr recht. Da scheint sogar eine Mine zu sein. Wir versuchen unser Glück, wir dürfen nur nicht mehr zurückfinden. Uiuiuiui, hier geht's richtig zu. Ich habe flink ein Schwert gecraftet, denn dort vorne lauert entweder mein Tod oder vielleicht auch ein Schatz. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Habe ich die mit der einen Fackel schon ausgeschalten? Keiner weiß. Ja, aber da scheint jetzt nicht wirklich eine Truhe zu sein. Okay, danke. Das Abenteuer reicht mir. Eieiei, was man nicht so alles tut für die Damen. Wir brauchen einen Diamanten. Irgendwoher. Okay, wir kommen noch tiefer runter. Das ist gut. Ich sammle unterwegs auch immer wieder Ressourcen ein, die ich meine, dass wir brauchen. Also logischerweise Eisen und Kohle. Und markiere mir den Weg, den ich gehen muss, halbwegs immer rechts mit Fackeln. Oh, hier ist der Beginn von Deep Dark. Und da ist ein Weg nach... Oh, wunderbar. Wir kommen ins Deep Dark. Verfolger haben wir auch schon wieder. Die kommen echt aus allen Ecken hier. Ah, als hätte er hier auf uns gewartet. Der Diamant für Mrs. Grogu. Oh, und wir kriegen sogar noch ein... Oh, wir kriegen sogar noch was on top. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. 3 Diamanten, das heißt, wir haben noch 2... für eine Diamanthake oder irgendwas Wichtiges, was wir halt so uns wünschen. Wir sind wieder bei der Mine und bei diesem langen Wasserfall. Und ich hoffe schwer, dass wir dort zum Ausgang kommen. Schließen wir nun 2 Aufgaben auf einmal ab. Geben wir den Diamanten ab und Opas Gute oben am Briefkasten. Auch wenn mich es ein bisschen traurig macht, die gute Spitzhacke herzugeben. Aber allein für die Mining Session war ich schon sehr froh, dass ich sie überhaupt hatte. So, und damit hätten wir die Aufgabe für Opas Spitzhacke abgeschlossen. Vielen herzlichen Dank. Und wir haben auch die Aufgabe, den Diamant für unsere Liebste, ebenfalls abgeschlossen. Ich glaube, den Hebel habe ich vergessen runterzumachen. Irgendwer kann jetzt kommen und die Sachen abholen. Wir haben es geschafft. Es hat auch irgendwas Tolles, wenn man Farmer ist, weil man schaut seinen Pflanzen so beim Wachsen zu, man sieht, wie die Zeit vergeht und ja, auch wenn man nichts tut quasi, macht man Fortschritt, denn alle Pflanzen wachsen langsam. Es ist irgendwie schön, auch so ein Feld zu haben, aber Felder ernten kostet mich auch immer so 10 Minuten, wenn man alles aberntet, wenn nicht sogar länger. Ist ein Aufwand. Ja, jetzt diese ganzen Pflanzen wollen natürlich auch Stück für Stück verkauft werden. Dafür müssen wir das Dorf im Osten ein bisschen besser anbinden. Aus dem Grund kümmere ich mich jetzt um den Weg und dann machen wir zu allerletzt den Brunnen hierhin. Mit dem Weg beginnen möchte ich genau hier. Wir gehen hier natürlich die 2 Stufen runter und gehen dann hier bis ans Wasser entlang ran. Perfekt, wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Und ich habe den Weg diesmal direkt bis zum Marktplatz gemacht, nicht nur bis zum Dorf, weil... Ach, sonst ist es wie im Bergdorf, dass man da so ewig rumlungert und nicht den Weg findet. Halt da noch den Platz. Perfekt. Und jetzt können wir den Weg auch schon zurückdüsen. Ich hätte mal die Erna mitnehmen sollen, hätten wir reiten können. Ich bin schon wieder zurück auf der Farm und überlege wegen dem Brunnen. Und ich möchte den Brunnen eigentlich klein und fein bauen, also wirklich klein. Aber trotz alledem mit einem Mehrwert. Und der Mehrwert wird sein, dass ich eine unendliche Wasserquelle hier mitten in meiner Farm habe. Das wäre der Mehrwert. Das heißt, das hier ist unsere unendliche Wasserquelle. Jetzt ist nur die Frage, kriege ich das mit dem System dieser Wege hier unter einen Hut irgendwie? Der Brunnen ist tatsächlich ganz anders geworden, wie ich ihn mir ursprünglich vorgestellt habe. Aber ich bin doch ganz zufrieden. Schaut mal, da läuft jetzt eine ganz lange Kette runter. Am besten wäre da unten natürlich ein schwarzer Betonblock, dass es einfach so ausschaut, als würde es super tief sein. Na, wenn wir mal einen haben, können wir ihn reinsetzen. Aber hier, da ist meine Seilwinde dran. Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Oder die Kette beziehungsweise. Ne? Und zack, geht die Kette hier runter. Und das Praktische hier ist wirklich, ne, wenn ich hier mit einem leeren Eimer ankomme, kann ich den hier ohne Probleme auffüllen. Und das ist wieder eine unendliche Quelle, die sich resettet. Ansonsten klein und fein, wie angekündigt. Und ihr habt es vorhin gesehen, die Aufgabe haben wir auch erfüllt. Sehr, sehr gut. Ich glaube, damit haben wir wieder alle Aufgaben für heute erfüllt. Und sogar ein bisschen mehr geschafft. Uns ausgerüstet, etc., etc. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es gilt wie immer, wenn ihr Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch!